Moin und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Wir hatten ja hier vor der Höhle kampiert und wollten diese einmal erkunden. Baue ich das schon einmal ab, das brauchen wir nicht. Gucke ich mal, also Medizin haben wir noch ein bisschen. Genau, einmal. Wir haben noch genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Ja, ich würde sagen, wir hauen uns mal beides einmal rein. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken, damit wir wirklich stärker in diese Höhle starten können. Und dann hoffe ich, okay, das war nicht geplant. Und dann hoffe ich, dass wir da mal irgendetwas Nützliches finden. Haben wir noch Aloe Vera? Nee, haben wir nicht. Okay, jetzt möchte ich aber noch keine Medikamente nehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir halt mit der Energie rein und, ja, das sollte reichen. Und wenn wir merken, es wird zu brenzlig, können wir wieder raus. So, können wir uns auch gleichzeitig gleich mit einem Speer bewaffnen. Ja, und los geht's, würde ich sagen. So, nehme ich auf L. Okay, dann nehme ich das Feuerzeug. Wir haben aber ja eine geile Taschenlampe gefunden. Die, glaube ich, ein bisschen... Jo, die leuchtet viel, viel besser. Gucken, was hier denn schön ist. Leuchtfackeln, sehr cool. War mal ein Laptop. Neuer Ort entdeckt. Unterhaltungsbunker. Okay. Ist jetzt in der Karte markiert? Ja, ich denke mal, der ist in der Karte markiert. Also würde ja Sinn geben. Was haben wir hier denn? Buffcord Outbit Sahara Therapeutics for Remote Island. Okay. Decken wir erstmal ein. Okay. Schon ein bisschen gefährlich aus, aber. Lasst uns mal schauen. Oh Gott. Den halben Herzinfarkt. So. Jetzt sieht ja alles noch ganz friedlich aus. Noch. Okay, der hat es auch nicht geschafft. Ich glaube, da hinten. Da sehe ich ja schon was. Oha. Da sehe ich mehrere. Ich glaube, wir sollten erst noch einmal hoch und uns vernünftig ausrüsten. Wir haben ein paar Molotow-Cocktails dabei. Und auch eine Knarre. Also ich glaube, hier ist es vernünftig, wenn wir die Knarre nehmen. Oder erstmal, hey, wir zünden die erstmal an. Okay, dann glaube ich, brauchen wir das Feuerzeug wieder. Ja, genau. Kann ich jetzt wieder die Taschenlampe hier anziehen? Ja, ne? Ja. Okay, also das ist, ein bisschen suboptimal. Damit halt runter. Weil wir halt nicht so weit gucken können, ne? Das ist,
von Volltreffer. Das hat ihn, glaube ich, nicht wirklich viel ausgemacht. Ich finde es keinen Schaden, weil er im Wasser steht. Also wir haben auch nicht mehr so viel Mollet drauf gewesen, ne? Also ich hoffe, ich bin hier etwas geschützt. Eigentlich kriegt man noch ab und dann... Das Axt, genau da. Nein, ich möchte nicht das Feuerzeug, ich möchte die Taschenlampe. Ich glaube, damit sollten wir ihn... Okay, das war's. Der ist gerade hinüber. Oh, da sind jetzt zwei wieder jetzt. Der ist auch der Hinweis. Und der ist auch hinüber. Das war's, glaube ich, oder? Oder hatten wir nur noch einen? Ich lade mich sicher gerade einen nach. Oh, ne, da ist noch einer. Ja, stirbt jetzt. Sehr gut. So, dann holen wir erstmal unsere Speere wieder. Ach, stimmt, und den können wir auch beuten. Richtig. Genau, da kriegen wir ja unsere Mutantenhaut. Das war blitzschnell reagiert. Oh Mann, Alter. Wir sind noch trocken gefahren. Da sind die Flinken. Wo ist er jetzt? Ja, das war's. So, ich glaube, dann können wir die auch einmal häuten. Dann können wir mal gucken. Also das ist, glaube ich, die Mutantenrüstung. So, wir haben bisher nur zwei gehäutet, oder? Ja. So. Wo war jetzt gerade? Hier. Ja, Mutantenrüstung, sehr gut. Sieht doch schon mal schick aus. So. Dann können wir mal weiter rein. Jo. Den nehmen wir auch nochmal mit. Und dann hoffe ich, dass es auch ein bisschen was aushält. Wäre natürlich schade, wenn das nicht wirklich effektiv ist. Ne? Aber ich bin immer optimistisch.
Wollen wir den Knochen folgen, oder? Das sind echt viele Knochen. Hoher Fisch. Wo wollen wir lang? Oben oder unten? Ich glaube, wir gehen hier lang. Ne, wir gehen unten lang. Und unten nach oben arbeiten wir uns vor. Okay. Ich hab mir eigentlich gedacht, dass hier mehr Monster sein werden. Aber ich denke mal, das kommt noch. Okay. Seil, okay, Seil haben wir genug. Besten können wir nicht nehmen. Okay. Kommen wir hier auch wieder hoch, wenn wir runtergehen? Testen wir einfach mal, also ich bin mir da nicht sicher. Oh, eine helfende Hand braucht man immer, ne? Aber noch einen Arm, nehmen wir alles mit. Oh, cool. Tauchausrüstung, das ist schon geil. Oh, den Laptop machen wir kaputt. Oha. Okay. Damit wir den Bock auch sammeln können, machen wir uns mal ein paar Modder-Bockies. So. Dann wird er immer schneller. Ich bin schon Profi. Ja, nee, dann können wir auch die andere Wodkaflasche, wo hab ich jetzt hingeschrieben? Da. Okay, Schädel haben wir auch genug. Knochen haben wir auch genug. Aber das waren auch Knochen. Stoff. Oder Stoffe. Also ich denke mal, wir müssen jetzt tauchen. Aber bevor wir das machen, gehen wir glaube ich nochmal zurück. Und gehen nochmal den Weg, den mit Knochen gepflasterten Weg hoch. Ich glaube, beim Tauchen, da verlassen wir die Höhle dann wieder. Und wir wollen ja auch wirklich alles erkunden. Gehe ich jetzt richtig oder bin ich jetzt... Ja, ich glaube, das war der richtige Weg. Na schade, ich dachte, kann man kaputt machen. Hab ich die Geräusche gemacht? Ja, ne? So, dann müssen die Knochen. Dann gehen wir mal hier hoch. Sieht so glibbrig aus irgendwie. Ja, wieder eine Fledermaus. Die greifen uns zum Glück nicht an.
Aber für schweres Überleben waren es bis jetzt wirklich sehr wenig Mutanten. Kann auch sein, weil das ja die erste Höhle ist, die wir so richtig erforschen. Also ich weiß ja nicht, wie das Spiel konzipiert ist. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass da echt mehr kommt. Ja, da zum Beispiel. Oh, das ging natürlich voll daneben. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie viel er mir abzieht. Lebt er noch? Nee. Aber ich glaube, die Mutantenrüstung hält schon ein bisschen aus. Oh, da war noch einer. Oh, da müssen wir hin. Na, wo ist er? Da ist er. Wir brauchen Speere. Ach, wir haben auch Speere. Warum hat er dann keine neuen genommen? Okay, wir haben leider nur zwei Speere. Wegpacken? Ja. Nicht mit dem Stock ausrüsten, sondern mit dem Speer ausrüsten. Wo ist er? Wie meine Mutter, ey. Ja, das war's. Endlich. Oh, ein Arm abgeschlagen. Boah, ja, und schon Teil unserer Rüstung im Arsch. Eine große Klasse. Aber wir haben ja... Ein paar haben ja noch gehäutet. Ja... Da müssen wir jetzt lang, oder? Nee. Oder? Nee, wir kamen von hier. Ja, wir müssen hier lang. Jetzt bin ich mir sicher. Du. Oh. Ja, wir müssen definitiv da lang. Und ich glaube... Wir sollten uns ein bisschen... Nein. Na, wo ist er jetzt? Ich weiß, was wir haben. Passt mal auf. Das habe ich ja ganz... Da. Ich glaube, das sollte er nicht überlebt haben, oder? Nee. Was davon? Lass mich mit dem Spiel nicht begrabbeln. Sehr, sehr cool. Das sieht aber auch eklig aus. Ja, das sind wirklich Finger. Ich dachte, das war eben... Aus wie ein anderes Körperteil, aber nee, das sind wirklich Finger. So, so ein Speer. Den kriegen wir nicht wieder. Ah, doch. So, sehr gut. Dann rüsten wir uns mal nochmal mit der anderen Haut jetzt aus. Und nehmen uns nochmal unseren Speer. Dann hoffe ich, dass wir gleich noch ein bisschen Klebeband finden, damit wir uns neue Speere machen können. Irgendwas läuft wieder, oder? Ah, da hinten. Ja, da sehe ich wieder einen.
Wollen wir dann gleich einmal kurz den Prozess mit der Granate machen? Ich glaube ja, oder? Oh. Medizin, sehr geil. Jo. Das war ein kurzer Prozess. Eigentlich will ich heute. Und ich merke gerade, wir haben Durst. Dann hauen wir uns noch mal ein Energy rein. Kann man auch den Wodka trinken? Nee, nur kombinieren. Schade. So, und dann rüsten wir uns noch mal mit einer Granate aus. So. Okay, noch ein paar Fackeln. Davon haben wir anscheinend genug. Hier geht's glaube ich nicht weiter. Geht's denn hier weiter? Doch da da? Achso, ja. Das wusste ich natürlich. Nein, ich habe doch eben die Platine runtergeschmissen. Auf jeden Fall, da ist eine Platine. Wo ist die andere gelandet? Da. Oh, sehr cool. Aber ich sag mal, der Schwierigkeitsgrad bisher ist der wirklich machbar, muss ich sagen. Ne? Ist ja nicht so, dass man sagt, hier, das ist viel zu schwer. Nee, also. Was ist das für hässliche Babys? Ja, Kinder sind anstrengend. Da kann man mal so schnauben. So, sollten wir Medizin nehmen? Was meint ihr? Na, auf jeden Fall das einmal ausrüsten. Ne, da haben wir noch genug. Wir wollen das ja, obwohl, doch einmal nehmen wir. Weil das füllt ja sowieso nur ein Viertel auf und dementsprechend wären wir, glaube ich, dumm, wenn wir es nicht machen. Okay, davon. Was waren das denn für die Munition? Ach, Schrotkugeln waren das, okay. Dann hoffe ich, dass wir noch mehr 9mm Patronen finden. Das wäre schon wirklich sehr, sehr geil. Betäubungsgewehr. Ich glaube, das könnte auch cool sein. Ist da ein Arm drin? Okay. Uff. Mama, bist du das? Was? Okay. Ich glaube, mit der Höhle sind wir dann soweit durch. Müssen wir jetzt nur noch einen Weg rausfinden. Müssen wir dann dahin, wo wir tauchen konnten? Also ich glaube ja, oder? Oder gibt es hier noch einen Weg? Weil ich glaube nicht, dass es hier nur einfach eine Sackgasse gibt und das war's. Gucken wir einfach mal. Wir haben schon wieder Hunger und Durst fast, also. Das ist Wahnsinn, was man hier verbraucht. Und das ist so eine Notration, die eigentlich... Ich glaube, die ist dafür da, um einen Menschen einen ganzen Tag einen Satz zu machen. Dass die wirklich... dass wir davon drei Stück reinhauen müssen. Wahnsinn.
Ja, mehr zu trinken haben wir nicht. Wodka. Egal, wir sind ja schon auf dem Rückweg. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Oder? Oder guck mal. Haben wir was übersehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, wir haben nichts übersehen. Ja, aber auf jeden Fall schaffbar. Also ich bereue es nicht, den Schwierigkeitsgrad ausgewählt zu haben. Ist echt mal interessant. Also die macht zwar wirklich extrem Schaden, aber soll ja auch ein bisschen interessant bleiben. Aber ist hier denn einfach nur so eine Bucht, um einen zu irren, oder? Ich glaube ja. Also durchkommen tut man hier nirgendwo. Holzbretter. Das ist so verwirrend hier. Ja, nee, ich glaube, wir müssen echt nur dahin, wo wir tauchen konnten. Immer das auch war. Wasser, ich wollte gerade sagen, es läuft in deinem Fels runter. Voll die Paranoia, dass da irgendwie noch ein anderes Viech von oben gesprungen kommt oder keine Ahnung. So, da haben wir genug. Ja, jetzt sind wir hier, wo wir gleich tauchen können, und ich glaube, dann sind wir mit der ersten Höhle durch. Also, das war dann nochmal produktiv. Dann haben wir ein Betäubungsgewehr, beziehungsweise ja, so eine Betäubungspistole. Ein Taucheranzug, das ist schon echt geil. Ich glaube, da können wir ordentlich was machen. Also, na. Nicht festbacken. Oh. Also ich brauche echt eine Karte hier. Okay, das sieht richtig aus. Da sind wir vorhin ja auch noch gegangen. Und ich sehe gerade, unsere Kraft geht auch aus. Weiß ich, haben wir denn... Können wir die dann weniger schlagen? Beziehungsweise... Müssen wir den öfter schlagen, um denselben Schaden zu haben? Oder... Keine Ahnung. So, muss man den Tauchanzug anziehen? Ja, ich glaube schon. So, tragen. Dann würde ich mal sagen, tauchen wir mal eine Runde. Gibt es bestimmt irgendwo einen Ausgang? Oder nicht? Ah, doch, hier. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, die Karte ist wieder ersichtlich. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, aber es ist mitten in der Nacht. Ich hoffe, ich sehe es richtig navigieren.
Bin ich noch im Wasser? Bin ich noch im Wasser? Ja. So, jetzt auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, baue ich uns mal ein Zelt. Nichts bauen kann. Oh, was soll das denn? Da. Na. Okay, zwei. Zwei ist besser als eins, ne? Doppelt hält besser. Und mehr Komfort. So. Enden wir meine Runde. Sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter und werden dann die nächste Höhle einrichten forsten. Falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.